So, moin moin, die Absurditäten überschlagen sich. Ihr kennt sicherlich die sogenannten Nanoleafs. Das sind so LED-Panels, die haben auch einige YouTuber und Streamer so im Hintergrund. Und diese Nanoleafs hatten nun die Folge, dass eine relativ große Twitch-Livestreamerin erstmal einen Permaban bekommen hat, wegen, Zitat, gehässigen Symbolen. Und was genau hat es hiermit auf sich und blieb dieser Permaban? Das schauen wir uns jetzt einmal im Detail an. Die Streamerin Maria Katalaya hat auf Insta, in der Insta-Story, Folgendes gepostet. Da gehen wir kurz rein. Sie hat geschrieben, traurig, aber wahr, ich wurde gestern permanent auf Twitch gebannt. Das heißt, mein Kanal ist auf unbestimmte Zeit gesperrt. Grundverbreitung von, Zitat, gehässigen Symbolen. Kontext, jemand hält die Nanoleafs für Haken Kreuz und so sehen die Dinge aus und mit viel Fantasie erkennt man ein Swastika-Symbol, aber mit viel Fantasie. Und da schreibt sie dann noch weiter, da jetzt schon viele DMs eintrudeln, ja, ich habe Einspruch eingelegt, dennoch wissen wir, wie Twitch agiert und deswegen glaube ich nicht, dass er aufgehoben wird. Mir hat es also von jetzt bis auf gleich den Boden unter den Füßen weggezogen. Meine Existenz innerhalb einer Sekunde kaputt. So, Ende vom Lied war. Das Ganze hat natürlich sich auf Twitter auch durch meinen Fachkollegen Stay verbreitet. Da gehen wir gleich auch nochmal kurz drauf rein. Also Ende vom Lied, ich spoiler kurz, der Bann wurde wieder aufgehoben. Sie hat dazu Folgendes geschrieben, Twitch hat den Permaban aufgehoben, da es sich um einen Fehler gehandelt hat. Jesus, bin ich happy. Und dann schreibt sie weiter, danke, danke, danke für all die lieben Nachrichten. Alle, die mit mir auf anderen Plattformen kommen wollten, Ehren-Community, Kuss, Kuss. So, okay, und also was genau ist hier eigentlich passiert? Also, Stay, erstmal gehen wir darauf ein, was Stay dazu geschrieben hat. Stay hat hierzu auch ein bisschen was geschrieben. Er hat geschrieben, Zitat, also ich dachte wirklich, dass ich alles an Bannbegründungen für Streamer schon gesehen habe, aber das ist selbst für mich unvorstellbar. Und dann die beiden Screenshots von der Story. Und hier zeigt Stay noch einmal diese Nanoleafs. Hier kann man mit viel Fantasie die, in Anführungszeichen, Hakenkreuze kennen. Aber man kann das noch ein bisschen genauer sehen, wenn man hier bei dem Kollegen Orange Morange sich das anschaut. Und er hat auch ähnliche Nanoleafs. Und hier sieht man im Hintergrund diese LEDs. Und mit viel Fantasie, naja, geht das halt in diese Richtung, aber es ist komplett, da braucht man nicht drüber reden, dass es komplett absurd ist. Der YouTuber OpenMind hat seine Lichter genau aus diesem Grund ausgestellt, schon vor einem Monat. Ich mache die Lichter ab jetzt aus, also das ist komplett absurd. Auf jeden Fall liebe Grüße an den Fachkollegen, der doch geschrieben hatte, so Herr Newstime, alles schon erledigt, du musst die Tweets nur noch chronologisch vorlesen. Ich habe mir Mühe gegeben mit der Chronologie. In jedem Fall, die Streamerin ist wieder entbannt. Die Streamerin wurde anscheinend gebannt, weil sie diese Nanoleafs hatte, wo Twitch irgendwelche Swastika-Symbole erkennen wollte. In jedem Fall, ich hoffe, dass man hier aus dem Herr Newstime-Symbol nichts dergleichen erkennt, insoweit danke ich mich für jegliche Form der Aufmerksamkeit. Ich wünsche euch noch einen wunderbaren Morgen, Mittag oder Abend. Bewertet ruhig das Video. Bis zum nächsten Mal. Gehabt euch wohl. Euer Herr Newstime.